Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind vor 2 Tagen auf Mallorca angekommen und wollen nun in 6 Etappen auf dem GR 221 durch die Sierra de Tramontana wandern. Die Sonne lacht, es sind ungefähr 21 Grad und wir sind heute Morgen mit dem Bus von Palma nach Andratx gefahren. Hier soll unsere Tour starten. Unser heutiges Ziel ist dann nach ungefähr 15 Kilometern Wegstrecke die Finca Ses Fontanelles. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten die Straße verlassen und es geht in die Berge. Es ist geschafft. Die Straße liegt hinter uns und wir sind mitten in der Natur. Und es geht steil bergauf. Man schwitzt ordentlich, man glaubt es bald gar nicht für den 3. April oder 2. April, was gerade ist. Wahnsinn, wir haben hier bestimmt 25 Grad in den Bergen, die Sonne knallt runter. Aber zu Hause sind 6 Grad, also da sind wir ganz froh und schwitzen gerne. Hier so eine Schotterpiste, geht es hier hoch, relativ steil. Aber 800 Höhenmeter stehen heute auf dem Plan, aber die Gesamtstrecke waren ja plus 15 Kilometer. Das ist für uns gut zu schaffen. Hi Leute, wir sind nicht, ich zeig euch mal die Landschaft dabei und mein Papa hat mir gerade was gegeben. Hi! Und so, hier sieht sie. Und wir gehen jetzt auf einen coolen Berg, hier ist mein Vater. Hallo. Und ich zeige euch mal so, wie man dann schön wandert und so. Und ich rede, denke ich, auch ein bisschen viel. Ich denke, auf der anderen Bergseite ist dann das Hotel, eben dieses Ding da. Okay? Wir sind aus dem Wald raus und jetzt haben wir hier nur noch so ein bisschen ein paar Sträucher und Gräser. Die Sonne brennt auf den Pelz und den Hauptanstieg haben wir aber zum Glück hinter uns. Jetzt geht es hier noch ein paar Meter hoch bis auf den Kamm und dort oben machen wir dann irgendwo Mittagsrast. Das haben wir uns verdient. Ein traumhaftes Bergpanorama hier oben, atemberaubend. Wir haben wieder unsere Drohne mit und die wollen wir jetzt auch noch mal fliegen lassen und uns das Ganze hier aus der Vogelperspektive ansehen. Den letzten kleinen Bergrücken haben wir erklommen und jetzt hier in dem Tal muss dann irgendwo unsere Finca sein. Ich denke hier ganz unten an diesem Waldstück hier vor uns in der Talsenke müsste dann die Finca liegen. Laut Karte sind es noch ca. 3 Kilometer.
Also eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann sollte das geschafft sein. Es ist geschafft, wir haben unser Nachtlager erreicht. Und Franzi, wie war es heute? Gut? Bisschen anstrengend. Oh. Hier nochmal ein paar Bilder von der Finca. Damit ist unsere heutige Etappe geschafft. Wenn ihr wollt, dann seid morgen wieder mit dabei.